Für die Einladung. Es ist mir eine große Ehre, dass Unternehmer, die im Immobilienbereich engagiert sind, ein Senatsmitglied einladen. Ein gutes Zeichen. Trotz allem. Ich sage Ihnen, wir feiern dieses Jahr 30 Jahre Mauerfall. Herr Akbar hat gerade von der Stadt der Freiheit gesprochen. Und wissen Sie, ich habe diese Feierlichkeiten vom 30. Jahrestag des Mauerfalls jetzt an verschiedenen Stellen gemacht. Ich habe verschiedene Besuche gehabt, habe Ausstellungen eröffnet, habe mit Menschen gesprochen. Und ich habe überall Menschen getroffen, die gesagt haben, das war das Glück unseres Lebens. Und es ist in der Tat so, es war das Glück unseres Lebens. Für Deutschland, für Berlin hat das eine ganz herausragende Bedeutung. Ich selber merke das eigentlich immer nur, wenn ich Fotos sehe von der Zeit vor dem Mauerfall, kurz nach dem Mauerfall und mich erinnere, wie war das eigentlich? Und wenn wir uns daran gemessen heute umschauen in unserer Stadt, stellen wir fest, dass sich Berlin in enormer Art und Weise entwickelt hat. Das ist viel Glück, aber dahinter steckt vor allem viel Arbeit, steckt viel Engagement, steckt vor allem auch Investment. Und da hier im Raum eine ganze Reihe Menschen versammelt sind, die sich auf diese Art und Weise durch Investment in Berlin verdient gemacht haben, die daran gearbeitet haben, dass sich unsere Stadt auf diese Art und Weise so herausragend entwickelt hat, möchte ich Ihnen dafür ganz ausdrücklich danken. Ich sage das als Mitglied des Berliner Senates, der ja ab und zu die Botschaft vermittelt, dass nur landeseigene Unternehmen für die Entwicklung der Stadt einen wertvollen Beitrag leisten, sagt ganz ausdrücklich, nein, das ist nicht so. Und es ist uns sehr bewusst, dass etwa 80% der Baufläche, der bebaubaren Fläche des Baulandes in Berlin in privater Hand sind. Und wenn wir unsere Stadt weiter so entwickeln wollen, wie das in den letzten 30 Jahren geschehen ist, und ich sage ganz ausdrücklich, ich will das, dann brauchen wir privates Engagement. Und ich bitte Sie herzlich, dort mit Ihrem Engagement nicht nachzulassen. Wissen Sie, Berlin ist die beste Stadt der Welt. Ich glaube, da sind wir uns einig. Wenn das so bleiben soll, dass Menschen in unserer Stadt Arbeit finden, dass die Haushaltseinkommen steigen, dass die Steuereinnahmen steigen, dass wir in der Stadt investieren können, dass wir in Infrastruktur investieren können, dass die Wirtschaft in Berlin wächst, dann kann das nur durch eine gemeinsame Anstrengung geschehen. Und deshalb, meine Damen und Herren, bitte ich Sie herzlich, bei diesen gemeinsamen Anstrengungen in Berlin nicht nachzulassen. Wir haben eine Entwicklung in den letzten 30 Jahren gehabt, das gehört dann zur Wahrheit dazu, das auszusprechen, von der nicht alle Berlinerinnen und Berliner in gleichem Maße partizipiert haben. Wir haben eine Entwicklung auf dem Immobilienmarkt, Sie wissen das genau, der vor allem durch die Zinsentwicklung dazu führt, dass viele Menschen in Betongold investieren und eine Menge Spekulation in der Stadt unterwegs ist. Mit allen negativen Folgen, die diese Spekulation für die Bewohnerinnen und Bewohner dieser Stadt auch hat. Und das führt wiederum dazu, dass wir eine gewisse Unzufriedenheit haben, die sich in entsprechenden Wahlergebnissen und entsprechender Zustimmung oder abnehmender Zustimmung zu unserer Demokratie auswirkt. Und deshalb ist es wichtig, dass Politik, dass Gesellschaft auch darauf reagiert, solche Stimmungen aufnimmt und sie nicht ignoriert. Ich sage das vor allem vor dem Hintergrund, dass wir in einer Zeit leben, in der die Demokratie zunehmend unter Druck gerät. Wenn Demokratie unter Druck ist, wird man darauf reagieren müssen wir darauf reagieren. Und ich sage ganz ausdrücklich, ich habe keine Angst vor den Extremisten. Weder vor den Extremisten von rechts, noch vor den Extremisten von links. Die können unsere Demokratie nicht gefährden. Wovor ich Angst habe, wovor ich Sorge habe, ist die Gleichgültigkeit der Mitte. Die Gleichgültigkeit der Mitte, die glaubt, Demokratie und Freiheit seien Selbstverständlichkeiten, die man einfach so mitnimmt. Und man müsste sich nicht gesellschaftlich engagieren, damit unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung Bestand hat.
und Stabilität ausstrahlt. Ich glaube, das ist unser Problem. Ich habe als Schüler und als Student immer gedacht, wie konnten die Menschen damals in Weimarer Republik bloß so sorglos sein? Ehrlich gesagt habe ich also umgangssprachlich gedacht, wie konnten die bloß so blöd sein, nicht zu sehen, was auf sie zukommt. Geschichte wiederholt sich nicht, aber bestimmte Fehler wiederholen sich schon. Und wenn wir den Anfängen von politischem Extremismus nicht wehren, wenn unsere Demokratie nicht wehrhaft ist, dann nimmt das eine Entwicklung, die die Freiheit unseres Landes gefährdet. Und deshalb ist mein herzlicher Appell an Sie alle, sich für unsere Demokratie zu engagieren, sich für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung zu engagieren. Ich nehme das auch als Innensenator ernst. Sie bemerken vielleicht seit einiger Zeit, dass wir darauf setzen, dass Regeln in der Stadt gelten. Ich bin davon überzeugt, dass wir aus Political Correctness womöglich oder aus Sorglosigkeit in der Stadt über Jahre, über Jahrzehnte muss man sagen, Entwicklungen zugelassen haben, die den Glauben an den Rechtsstaat aushöhlen. Wenn ich mein Parkticket bezahlen muss, aber der Dealer an der Ecke unbehelligt weiter dealen kann, ohne dass der Staat seine Regeln durchsetzt, verlieren die Bürgerinnen und Bürger den Glauben an den Rechtsstaat. Das höhlt den Rechtsstaat aus, das höhlt unsere Demokratie aus. Deswegen betreibe ich eine Politik, die sagt, wenn in einer Stadt 180 Nationen, Menschen aus 180 Nationen zusammenleben und wir gleichzeitig wollen, dass wir eine bunte, offene, tolerante, freiheitliche Stadt sind, dann muss es Regeln geben. Und der Staat muss deutlich machen, dass er diese Regeln auch gewillt ist, durchzusetzen. Dafür brauchen wir einen entsprechend starken Staat, deswegen stocken wir die Zahl der Polizistinnen und Polizisten deutlich auf, statten die Polizei, die Sicherheitsbehörden unseres Landes mit einer entsprechenden Ausrüstung aus, die wir vorher nicht hatten, verändern die Besoldung, all diese Dinge, die notwendig sind, damit wir ein handlungsfähiger Staat sind. Da ist der Anfang gemacht. Wichtig ist, dass wir diese Entwicklung aber durchhalten, dass wir dort einen langen Atem zeigen, damit wir die Unterstützung der aufrechten Bürgerinnen und Bürger, die sich zu Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit bekennen, aber auch behalten können. Deshalb nochmal an Sie der Aufruf, bitte, ich habe die Kritik in Sachen Mietendeckel und allem und der politischen Entwicklung der Stadt sehr wohl vernommen. Ich habe das sehr wohl vernommen. Und ich versichere Ihnen, ich nehme das sehr ernst. Aber es ist kein Grund, sich von unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung abzuwenden. Es ist kein Grund, nicht in der besten Stadt der Welt zu investieren. Die Entscheidung, die wir zum Mietendeckel getroffen haben, ist eine befristete Entscheidung. Damit wir die Zeit nutzen können, der nächsten Jahre in dieser Stadt zu bauen. Bauen, bauen, bauen. Ich habe das als Stadtentwicklungssenator vertreten und bin nach wie vor der festen Überzeugung, dass das die eigentliche Lösung für unsere Stadt ist, wenn wir eine entsprechende Entwicklung in Berlin fortsetzen wollen. Das geht nur gemeinsam. Also, meine Damen und Herren, es gibt vielleicht gegenläufige Entwicklungen in unserer Stadt. Es gibt vielleicht den einen oder anderen politisch Engagierten in Berlin, der diese positive Entwicklung der Stadt nicht will. Der glaubt, die Menschen in Berlin könnten in der Stadt leben bleiben und könnten ihre Mieten bezahlen, wenn keine neuen Bürgerinnen und Bürger hinzuziehen. Die glauben, dass man eine positive wirtschaftliche Entwicklung abwürgen muss, damit die Preise nicht steigen. Ich habe Betriebs- und Volkswirtschaftslehre studiert, ein bisschen gesunden Menschenverstand auch noch dazu, und ich weiß, dass das nicht funktioniert, sondern dass eher das Gegenteil eintritt. Deshalb lassen Sie uns bitte weiter an der positiven Entwicklung Berlins arbeiten, gemeinsam arbeiten. Die Signale, die wir bekommen, beispielsweise vom Wissenschaftsbereich, die wir bekommen beispielsweise aus der Wirtschaftsentwicklung der Stadt Berlin, hat immer noch ein positives Wirtschaftswachstum, im Unterschied beispielsweise zu Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz. Lassen Sie uns bitte
diese Signale weiter aufnehmen und diese Strategie weiter verfolgen. Auch wenn wir an der einen oder anderen Stelle vielleicht politisch unterschiedlicher Auffassung sind. Die beste Stadt der Welt hat unser gemeinsames Engagement verdient. Und zum Schluss, weil wir ein ereignisreiches Jahr hinter uns haben, ein anstrengendes Jahr hinter uns haben. Ich persönlich bin ehrlich gesagt froh, wenn es jetzt mal bald vorbei ist und ein paar Tage Ruhe einkehren. Meine herzliche Bitte, genießen Sie die Feiertage. Achten Sie auf sich, machen Sie sich eine besinnliche Zeit mit Ihren Familien, mit Ihren Freunden, mit Ihren Partnern. Genießen Sie die Zeit, schöpfen Sie Kraft, damit Sie im nächsten Jahr mit neuer Kraft wieder arbeiten können, damit wir diese Stadt weiter voranbringen, damit Sie Ihr Unternehmen weiter voranbringen, damit wir Arbeitsplätze schaffen, damit die Menschen in dieser Stadt Geld verdienen und weiter bewusst Berlinerinnen und Berliner sind, die gerne in unserer gemeinsamen Stadt leben. Ich danke Ihnen allen herzlich. Frohe Weihnachten. Vielen Dank für Ihr Engagement und eine schöne Feier. Vielen Dank. Ich bin mir sicher, dass wir zu interessanten Gesprächen werden, das ist uns führen.